Städtchen liegt im Pfälzerland, im Tal so wunderschön. Dort ist's, wo meine Wiege stand, wohin meine Träume gehen. Die alte Burg schaut still ins Tal, erzählt von vergangener Zeit. Sie sah uns schon so manches Mal als Kinder voll Seligkeit. Mit diesem Lied ehrte Fritz Wunderlich seine Heimatstadt Kusel in der Westpfalz. Heute ehrt Kusel ihn. Straße, Gedenkstein und ein Zimmer im Heimatmuseum sollen an den großen Tenor erinnern, der 1966, noch keine 36 Jahre alt, an den Folgen eines Unfalls starb. Geblieben sind Erinnerungen, Fotos und Schallplatten. Am 26. September 1930 kam Fritz Wunderlich in diesem Haus in der Kuseler Innenstadt zur Welt. Die Eltern hatten dort im ehemaligen Gasthaus Preußischer Hof ein Kino. Nach dem frühen Tod des Vaters verbrachte Fritz Wunderlich seine Kindheit und Jugendzeit in diesem bescheidenen Haus in der Hollerstraße, zusammen mit seiner Schwester und der Mutter. Die Mutter verdiente durch Geigenstunden den Lebensunterhalt für die Familie. Der innige Kontakt zu ihr führte den Sänger in späteren Jahren immer wieder in seine Heimatstadt zurück. Wenn die Mutter Geburtstag hatte, gab er in Kusel einen Liederabend. In der Schule, dem alten Kuseler Gymnasium, fiel das musikalische Talent Wunderlichs das erste Mal auf. Sein Lehrer, der Musikwissenschaftler Professor Müller-Blattau, riet ihm, diese Begabung zu nutzen und sich ausbilden zu lassen. Zunächst blieb er noch in Kusel. Mit dem Gedanken, dass er hier in diesem kleinen Städtchen in der Nähe von Kaiserslautern eine Laufbahn als Beamter bei der Kreisverwaltung vor sich haben sollte, konnte er sich allerdings überhaupt nicht abfinden. Für ihn sollte es nur noch die Musik geben. Kaiserslautern war dann die erste Station seiner kurzen Laufbahn. Später kam er immer wieder in das dortige Studio zu unzähligen Aufnahmen mit dem Südwestfunkorchester. Wie etwa das Granada-Lied, ein Bravourstück für Tenöre, mit dem schon Gilgi Furore gemacht hatte. Nun, dies war eine der letzten Aufnahmen, die wir mit Fritz Wunderlich hier in Kaiserslautern machen konnten. Hier an dieser Stelle hatte sie gesungen und Sie können an dieser Produktion sehen, wie groß die musikalischen Fähigkeiten dieses Künstlers waren. Nun, wie kam es zu seiner Entdeckung? Wir suchten 1950 einen Chor mit jugendlichen Stimmen und verfielen auf den Chor der Pädagogischen Akademie in Kusel. Dort angekommen, zeigte sich, dass ein junger Sänger die Refrains vorsang, die dann der Chor weitergesungen hat. Und ich
nahm an, dass es sich hier nicht um einen Schüler der Akademie handelt, sondern um einen Sänger. Nun, es stellte sich aber heraus, dass er dort seine Ausbildung als Lehrer machen wollte. Und ich sagte, dass es doch schade wäre eigentlich, dass man einen solchen begabten jungen Mann Lehrer werden lassen sollte. Und ich meinte, dass man ihm der Musik zuführen müsste. 14 Tage später kam er dann zu mir ins Büro nach Kaiserslautern. Ich sagte ihm, er solle nach Freiburg gehen, solle aber nicht nur Gesang machen, sondern auch vielleicht ein Instrument spielen. Und so hat er es dann auch getan. Anderthalb Jahre später kam er wieder zu uns und machte seine ersten Aufnahmen. Er kam immer wieder und es sind für uns unvergessliche Stunden, die wir mit ihm als Sänger erleben durften. 1950 ging Fritz Wunderlich nach Freiburg im Breisgau. An der Musikhochschule am Münsterplatz schrieb er sich ein. Zunächst einmal für das Fach Waldhorn. Zum Gesang hatte er noch kein rechtes Vertrauen. Zu fragwürdig erschien ihm diese Kunst. Er wollte etwas Solides, ein Instrument lernen. Damit, so meinte er, könnte er sich später immer seinen Lebensunterhalt verdienen. Unter schwierigen finanziellen Bedingungen begann er hier im heutigen Institut für Neue Musik seine Ausbildung. Sein erster Lehrer war der Hornist Leopold Leonards. Im Jahre 1950 kam Fritz Wunderlich nach Freiburg an die Musikhochschule. Ich war damals Dozent für die Fachklasse Waldhorn. Er studierte im Hauptfach Waldhorn. Schon das erste Begegnen mit ihm war sehr erfreulich. Er war hochmusikalisch und hatte schon ein wenig Horn geblasen und hatte auch schon ein wenig gesungen. Die erste Begegnung war sehr schön für mich, ist ganz unvergesslich, denn sein Horn, der sah so etwas marmoriert aus. Ich fragte ihn, was mit dem Horn wäre. Und da sagte er zu mir, da wäre ein Lastwagen drüber gefahren und er hätte es wieder ausbeulen lassen und für 5 Mark gekauft. Unterdessen bekam er seinen Hornunterricht und eines Tages nahmen wir die Hornsonate von Hindemith durch. Und er verbog da vorne ein paar Töne und da sagte ich zu ihm, ja, wenn Sie das nicht singen können, dann können Sie das auch nicht blasen. Gemeint hatte ich, wenn er sich den Ton nicht richtig vorstellt, dann wird er ihn auch nicht auf dem Horn erreichen. Und da sagte Wunderlich zu mir, ja, singen, ich kann ja singen. Sag ich, das möchte ich wohl hören. Und dann fing er an zu singen und sang ein paar Opernarien, Arie des Max aus dem Freischütz, natürlich die Holde Aida. Und da es ihm wirtschaftlich nicht sehr gut ging, bin ich denn zu meinem Generalmusikdirektor Dressel gegangen und habe gesagt, ich habe da einen jungen Mann, ich glaube, der kann singen. Hören Sie sich den mal an. Wunderlich ging zum Theater und sang dort vor. Und man hatte sehr große Stücke von ihm gehalten mit seinem Gesang. Man hatte aber kein Geld, ihn zu engagieren. Man schlug ihm vor, er soll zunächst mal in den Extrachor gehen. Das tat er denn auch. Aber da kam finanziell nur sehr wenig heraus und es dauerte eine Weile, da war eine Erkrankung im Personal und er wurde eingesetzt in der Operette. Und unterdessen sprach sich das rum, dass er ein ausgezeichneter Sänger sei und man wollte ihn engagieren. Als aber das notwendige Geld da war, hatte Wunderlich schon in Stuttgart Probe gesungen und Stuttgart schnappte Freiburg den großen Sänger vor der Nase weg. Um das Geld fürs Studium zusammenzubekommen, zog er abends durch die Kneipen und Weinstuben der alten Universitätsstadt Freiburg und machte Musik. Jazz und Tanzmusik beherrschte er genauso wie den Unterrichtsstoff. Die Ausbildung des Tenors Fritz Wunderlich
Das Formen der jungen Stimme übernahm Margarete von Winterfeld. Ja. So, Donny, komm jetzt bitte. Ja. Die 75-jährige erblindete Musikpädagogin unterrichtet heute in Berlin. Ja, wenn ich von wunderlich sprechen soll, dann muss ich anfangen mit dem Termin der Aufnahmeprüfung in Freiburg an der Hochschule, wo er mit 20 Jahren hinkam, uns ein Schubert-Lied vorsang mit einer schönen, aber noch sehr ungepflegten Stimme und dann sagte, war wohl sehr schmalzig, was? Na, das will ich ja hier jetzt lernen, das ist, wie man es anders macht. Fritz Wunderlich war ein Schüler, der einem vom ersten bis zum letzten Moment Freude machte bei der Arbeit, weil er so unglaublich aufnahmefähig war, sei es nun für das rein musikalische, sei es für die verschiedenen künstlerischen Stile, die man von ihm verlangte. Die Stimme war zuerst noch sehr jugendlich, sehr hell, sehr fast knabenhaft, aber sie entwickelte sich in den 4,5 Jahren, die ich ihn hatte, ehe er bei uns in einer Zauberflötenaufführung, die wir von der Hochschule aus machten, den Tamino sang und so schön, dass seine Laufbahn dadurch schon eigentlich gesichert erschien. Er blieb dann noch ein halbes Jahr an der Hochschule und ging dann sofort ins Engagement nach Stuttgart. ...1955 ging er an die Württembergische Staatsoper. Er sang die Werke von Händel ebenso wie die von Orff, von der traditionellen Repertoireoper bis zur Uraufführung. In mehr als 30 Partien stand der junge Pfälzer auf der Bühne dieses Hauses. In die Stuttgarter Zeit fiel die für den Sänger Wunderlich äußerst wichtige Begegnung mit dem Pianisten Hubert Giesen. Giesen, der schon das geigenspielende Wunderkind Yehudi Menuhin begleitet hatte und der zu den bedeutendsten Klavierbegleitern gezählt wird, arbeitete mit dem Tenor am Liedgesang. Im Verlauf eines halben Jahrhunderts begleitete der Professor fast alle großen Liedersängerinnen und Sänger. Von allen Künstlern, die ich in meinen 50-jährigen Praxis begleitet habe, war mir eigentlich Fritz Wunderlich der Liebste. Er kam einmal zu mir und sagte, da war er gerade engagiert worden hier in Stuttgart an die Opernbühne. Da kam er zu mir und sagte, du, können wir nicht mal einen Liederabend machen? Und dann sagte ich, ja, kannst du denn Lieder singen? Ja, natürlich, natürlich. Und sage ich, ja, du bist ein wunderbarer Operntenor, aber zum Liedersingen brauchen wir doch sehr viel Arbeit und was ganz anderes. Das mache ich schon, das mache ich schon. Und er hat mir dann, ich glaube, ich habe 10 Jahre mit ihm Lieder gearbeitet und er hat mir nie widersprochen. Und das war eben gut, denn da sind wir uns so nahe gekommen. Und am Schluss hat er so schön Lieder gesungen, dass ich ihm kurz vor seinem Tode in Edinburgh beim Festival, wo er seinen letzten Liederabend mit mir hatte, gesagt habe,
So, Fritz, jetzt bist du meiner Ansicht nach der beste Liedersänger, den ich kenne. Von deiner Opernkunst wollen wir schon gar nicht sprechen, das weiß heute jeder. Und als er denn nun kurz nach diesem Konzert starb, da war es mir wirklich, als hätte ich einen Sohn verloren. Denn ich habe ihn wirklich geliebt und bewundert. Hubert Giesen begleitet Fritz Wunderlich zu dem Lied Halt aus dem Liederzyklus Die schöne Müllerin von Franz Schubert, das auf Schallplatte erhalten blieb. Zur gleichen Zeit zeigte sich auch eine andere Qualität des lyrischen Tenors. Im fränkischen Ansbach in der St. Gumbertuskirche interpretiert die internationale Musikwelt alljährlich die Werke Johann Sebastian Bachs. Hier sang Wunderlich bei den Bachwochen in den Oratorien des Leipziger Thomaskantors. Hier in einer Aufnahme des Weihnachtsoratoriums mit dem Münchner Bachorchester unter Karl Richter aus dem Jahre 1965. Schon 1959 holte sich die Bayerische Staatsoper den Tenor nach München. Bis auf die großen Wagner-Partien sang er auch hier die wichtigen Rollen seines Fachs. Für Wagner wollte er sich noch Zeit lassen, die Stimme nicht durch Lohengrin oder Parsifal zu früh belasten.
Wunderlich war nicht nur der brillante Solist, er glänzte ebenso im Ensemble. Hier in Tschaikowskis Eugen Onegin als Lenski, in einer Fernsehproduktion der Bayerischen Staatsoper unter der musikalischen Leitung von Josef Keilbert. Den Onegin singt Hermann Prey. Ich will vergessen, dass sie mir nahe standen. Für die Mozart-Opern und die Opera Buffa italienischer Prägung, wie von Cimarosa und Rossini, scheint das Münchner Cuvier-Theater wie geschaffen. Mitte des 18. Jahrhunderts erbaute der Dekorateur und Hofbaumeister François Cuvier mit diesem Operahaus eines der wohl schönsten Rokoko-Theater überhaupt. Fritz Wunderlich war hier der Tamino in Mozarts Zauberflöte, der Belmonte in der Entführung aus dem Serail und der Graf Almaviva in Rossinis Barbier von Sevilla. Mit 29 Jahren am Beginn einer großen internationalen Karriere. Sieh schon die Morgen Oh!
Schweige schon, Nazi, die Holde erscheint. Die Sopranistin Erika Köth, deren Karriere ebenfalls in Kaiserslautern begann und die heute in Neustadt an der Weinstraße lebt, war oft Partnerin von Fritz Wunderlich, in München und an anderen Bühnen. Hier probiert sie die Oper Der Wildschütz von Albert Lortzing. Herr Bachelow, so setze sich in Ihren Lehnstuhl. Und hoffentlich schläft er bald ein. Ich setze mich da hin und stricke ein bisschen. Ich will mir die Zeit schon vertreiben. Es war Ende der 50er Jahre, das Jahr weiß ich leider nicht mehr ganz genau, im Prinzregententheater, die Bayerische Staatsoper in München. Wir spielten die Oper Entführung aus dem Serail von Wolfgang Amadeus Mozart. Und da kam ein junger Kollege aus Stuttgart mit Namen Fritz Wunderlich. Der sang, er ist für einen erkrankten Kollegen eingesprungen. Und ich muss sagen, er trat auf die Bühne. Und nach seinen ersten 10 Takten, die er gesungen hatte, waren wir alle restlos begeistert, besonders ich. Denn er hatte eine einmalig schöne Stimme, dieses Wohllaut seines Timbres. Gott, dafür kann man nichts, das hat ihm der liebe Gott die Natur geschenkt. Aber eine Phrasierungskunst und eine Atemführung und die ganze Ausstrahlung seiner Person. Er stand wirklich da wie ein junger spanischer Grande, der eben seiner Konstanze nachgereist ist und sie befreien möchte. Das war der Fritz Wunderlich. Ich habe nachher viel, viel mit ihm gesungen, hauptsächlich Mozart-Opern, die Zauberflöte. Er war der Tamino. Ist für mich unvergesslich, wenn er die Bildnis-Arie, dies Bildnis ist bezaubernd schön, wenn er das Bild anschaute. Er hat nämlich noch echt auch geglaubt und dadurch hundertprozentig erfühlt und erfüllt, was er gesungen hat. Und ich habe auch immer zwischen ihm, zwischen seinem Singen und dem Komponisten Mozart Parallelen gezogen. Auch seine Art, wenn er lustig war, war immer eine kleine Träne dabei. Und umgekehrt, wenn er mal so traurig oder am Boden zerstört war, war immer noch ein kleines Lächeln dabei. Und vielleicht hat er deshalb die Figuren, die Partien, die Kompositionen von Mozart so perfekt und wunderschön interpretieren können. Um vom Menschen Fritz Wunderlich zu reden, ach Gott, wissen Sie, er war so ein echter Pelzerbub. Er hat das Leben genommen, wie es halt gekommen ist. Ich glaube, er hat sehr gern und sehr konzentriert gelebt. Ich hatte manchmal das Gefühl, er hat im Unterbewusstsein geahnt, es ist ihm nicht viel Zeit geschenkt. Er muss möglichst alles schnell mitnehmen. Er hat zum Beispiel nie 5 Minuten still auf dem Stuhl sitzen können. Nach 3 Minuten schon hat man gemerkt, Jesus, jetzt reißt ihn und dann muss er singen oder dann muss er Harmonika spielen oder irgendwas muss er tun oder er sprang mit gleichen Füßen auf den Tisch und hat gesteppt. Wissen Sie, irgendwo war er für mich ein echtes Phänomen. Ein Engagement an der Wiener Staatsoper ist wohl für die meisten Sänger Krönung einer europäischen Opernkarriere. Fritz Wunderlich erhielt 1962 einen mehrjährigen Vertrag
den für jeweils 3 Monate im Jahr an dieses Haus band. Auch hier war er der gefeierte Mozart-Tenor. Aber er konnte das anspruchsvolle Wiener Publikum genauso oft mit anderen Partien überzeugen. In Hans Pfitzners Palestrina, einer Oper aus dem Jahr 1917, sang Wunderlich die Rolle des italienischen Komponisten Palestrina, der in Konflikt mit dem Vatikan gerät. Sein dramatisches Können und die stimmliche Reife brachten ihm dafür höchste Anerkennung der Kritiker. Wunderlich war fast dem gesamten Musikleben dieser Stadt verbunden. Liederabende im Musikvereinssaal, Auftritte bei den Festwochen im Theater an der Wien, einem musikgeschichtlich bedeutungsvollen Ort. Beethovens Fidelio wurde hier uraufgeführt, Emanuel Schikaneder, der Librettist der Zauberflöte und auch der erste Papageno war hier Theaterleiter. Als Papageno war Kammersänger Erich Kunz dem Tamino Fritz Wunderlich oftmals Partner auf der Bühne. Der Bariton setzte sich für den Kollegen ein. Aber auch ohne diese Hilfestellung hätte Wien den Tenor aus der Pfalz sicher nicht überhört. An dieser berühmten Stelle, wir stehen jetzt vor dem Bühnendürtel der Wiener Staatsoper, möchte ich mich rühmen, meinen lieben, guten, alten Freund, den lieben Fritz, für die Staatsoper Wien entdeckt zu haben. Wir waren zusammen vor vielen, vielen Jahren, es war im 1956, waren wir zusammen in Rom an der Oper engagiert für die Zauberflöte, er als Tamino und ich als Papageno. Und ich habe ihn also dort zum ersten Mal nicht als Mensch, sondern auch als Künstler kennengelernt. Und er hat mir so enorm dort gefallen, dass ich die Idee gehabt habe, ihn, der damals in Stuttgart engagiert war, ihm zu sagen, ob er nicht Interesse hätte an das berühmte Institut, dieses hier, nach Wien, an die Wiener Staatsoper engagiert werden möchte. Ich kannte damals, bin mit unserem Direktor sehr gut gestanden und also er war begeistert von der Idee und ich habe meinem Direktor kurz nach unserem Gastspiel also ihn aufmerksam gemacht auf diesen bezaubernden Sänger Fritz Wunderlich. Und die Folge war, dass Fritz Wunderlich kurze Zeit später als Tamino hier gastiert hat und im Nu die Herzen der Wiener erobert hat. Er wurde dann ständiges Mitglied bei uns und hat laufend bei uns gesungen. Meine letzte Inszenierung, die wir zusammen gemacht haben, war Barbier von Sevilla. Er war nicht nur beim Publikum so beliebt, er war überall beliebt bei den Bühnenarbeitern, bei den Kollegen. Wir haben einmal Zauberflöte 2-mal an einem Tag gesungen. Also Nachmittag und Abend, Nachmittag zu einem wohltätigen Zweck. Es war ein Überschwemmungsschaden in Österreich. Und er hat sich sofort bereit erklärt, also auch hier zu singen. Und an diesem Tag hatte er Geburtstag. Und bei der zweiten, vor der zweiten Vorstellung, also eine kleine Pause hatten wir dazwischen, vor der zweiten Vorstellung, wie er wieder im Kostüm, wir waren nur eine kurze Zeit aus der Garderobe weg, ist er in die Garderobe zurückgekommen und da war der ganze Tisch gedeckt mit Kuchen und Torten und Kerzen und also allen Geschenken von seinen Kollegen und von dem ganzen Personal der Wiener Staatsoper. Den Sprung nach Salzburg zu den Festspielen schaffte Fritz Wunderlich bereits 1959, als er noch in Stuttgart engagiert war. Oper und Schauspiel und von beiden das Höchste. Diesen Leitgedanken stellten Hugo von Hofmannsthal und der Gründer der Festspiele, Max Reinhardt, an das sommerliche Festival in Mozarts Geburtsstadt. Was 1920 mit der Jedermann-Inszenierung von Max Reinhardt vor dem Dom begann, hat sich als kultureller Höhepunkt erhalten. Wohl kaum eine zweite Stadt ist so konzentriert von Musik, Dichtung und Theater geprägt. In Salzburg stand Wunderlich nicht nur auf der Opernbühne, er sang Messen und Oratorien, das Requiem von Mozart, die Schöpfung von Haydn. Am Pult Herbert von Karajan, Dimitri Mitropoulos und andere große Dirigenten. Liederabende mit Hubert Giesen im Mozarteum. Im großen Festspielhaus dann die Oper.
Inszenierungen von Günter Rennert und Giorgio Strehler. Wunderlich sang hier Richard Strauss und immer wieder Mozart. Unvergessen in Salzburg, Fritz Wunderlich als Belmonte in der Entführung aus dem Serail. Der spanische Edelmann versucht, seine Konstanze aus dem Gefängnis eines morgenländischen Potentaten zu befreien. Wolfgang Amadeus Mozart und Fritz Wunderlich. Es liegt hier nahe, die beiden Schicksale zu vergleichen. Der geniale Komponist und einer seiner glänzendsten Interpreten. Beide im Alter von 35 Jahren auf dem Höhepunkt ihres künstlerischen Schaffens verstorben. Am 17. September 1966 beendete ein tödlicher Unfall, ein Sturz von einer Treppe, sein Leben. Der Tod nahm einer Familie mit drei Kindern den Vater und der Musikwelt eine der größten Stimmen. Was hätte man von diesem Tenor, von diesem Künstler, der ständig an sich und seiner Stimme arbeitete, noch alles erwarten können? Stuttgart, die Oper, an der diese steile, kurze Karriere begonnen hatte, sollte auch ihr Endpunkt sein. Ob Wien, München, London, Buenos Aires oder Mailand, dieser Oper blieb er bis zuletzt verbunden. Es war etwa von dieser Stelle unseres Theaters aus, als ich Wunderlich zum ersten Mal hörte und engagierte. Er kam von der Hochschule in Freiburg zu uns. Er sang sehr bald einige kleinere Rollen und ging dann
auf immer größere über, bis er einer der ersten, wichtigsten Sänger unseres Hauses war und von hier aus dann nach 6 Jahren etwa eigentlich der ganzen deutschen Oper gehörte, nur immer auch mit Gastverträgen an uns gebunden. Eine seiner schönsten Rollen, vielleicht seine schönste Rolle, ist der Tamino gewesen, und das Schicksal wollte es, dass das auch die letzte Rolle seines Lebens war und dass er diese letzte Rolle, diese letzte Partie mit uns, mit unserem Stuttgarter Theater in Edinburgh sah.